Mitten in der Schlacht von Kursk wurde ich abkommandiert, um einen völlig bizarren Einsatz zu befehligen. Ich sollte mit meiner Besatzung einen Beutepanzer, den wir den Deutschen abgeknöpft hatten, nachts hinter feindliche Linien fahren und dort die Genossen befreien, die in einem deutschen Kriegsgefangenenlager festsaßen. Zu diesem Zeitpunkt wurde es klar, dass die Männer mich trotz meiner jungen Jahre zu respektieren gelernt hatten und mir ohne weiteres zutrauten, dass ich sie durch diese ungewöhnliche und gefährliche Mission führen konnte. Alexei, wir folgen dieser Straße. Schön in der Mitte halten. Pavel und Boris, kein Wort von euch beiden. Wenn die Deutschen mitkriegen, was wir hier vorhaben, sind wir verloren. Achi. Jawohl, Herr Kaloin. Maul halten, ihr beiden! Klar, wir werden wohl für ein bisschen Ablenkung sorgen müssen. Alexei, bring uns mal dort rüber zum Treibstofflager. Gerade richtig. Wollte immer schon so richtig spektakulär draufgehen. Die sind uns auf die Schliche gekommen. Feuer frei! Guter Schuss!
bist tot! Panzer und drei Lastwagen. Ein Konvoi in Kleinausführung. Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Thank you.
Die Brücke hat's erwischt. Wir müssen die Stellung halten, bis die Pioniere die Reparatur abschließen.